Als ich endlich bei der Meisterfeier meinen Brief in den Händen hielt, da war ich der glücklichste Mensch der Welt. Ja klar, man tut sich da natürlich schon selber etwas auf die Schulter klopfen, ne, wenn das Ergebnis gut ist. Es ist ein sehr, sehr tolles Gefühl, einen Meistertitel inne zu haben. Das ist was anderes, wie einfach nur einen Gesellenbrief in der Tasche zu haben. Ich will den Meister machen, weil ich mich später mal selbstständig machen will und dafür einen Meister im Betrieb brauche, das wäre gern ich. Ich habe meinen Meister gemacht, weil es mich beruflich ein ganzes Stück weiterbringen soll und ich einfach die beste Qualifikation in meinem Handwerk erreichen wollte. Ich habe den Meister für mich gemacht, um die Hintergründe unseres Handwerks besser zu verstehen. Das Schönste ist eigentlich, mit den Händen das schaffen zu können, was man sich wirklich auch im Kopf vorstellen kann. Die größtmögliche Perfektion im Handwerk. Im Umgang mit den Kunden merkt man auf jeden Fall, dass wenn man Meister ist, dass das einen höheren Stellenwert hat. Nur wenn man wirklich effizient und richtig ausbildet, dann kann man die Zukunft auch fürs eigene Handwerk gestalten. Dass ich die Praxis gleich während der Ausbildung habe, ist auf jeden Fall ein Vorteil für mich, weil ich dann im Prinzip das Gelernte gleich umsetzen kann. An die Meisterschule erinnere ich mich nur mit guten Gefühlen. Es war eine wunderbare Zeit. Nach so einer Leistung, muss ich sagen, oder nach der bestandenen Prüfung war das schon schön und vor allem auch mit meinen Kollegen war das sehr schön, da zu stehen. Es sind einfach Freundschaften, die da entstanden sind, die meiner Meinung nach auch wirklich für ein Leben lang halten. Ja, ich glaube, man ist frei wie ein Vogel in dem Moment. Das ist mehr wie ein Traum erfüllt. Es haben sich sehr viele Leute gefreut, dass ich meinen Meistertitel gemacht habe. Das war für viele anscheinend so, ja, das habe ich irgendwie schon immer gewusst. Es war ganz intensiv, dann einfach diesen Brief in den Händen zu halten, die anderen nebendran stehen zu haben, mit denen man ja die Zeit verbracht hat. Es war schon sehr toll.